In der heutigen Folge habe ich Helmut Johnen zu Gast. Er verdient nicht nur über 300.000 Dividenden pro Jahr mit seinem Aktiendepot, sondern er hat auch über 42 Jahre Erfahrung an der Börse. Und ich frage ihn in diesem Interview unter anderem, was wir heute lernen können aus seiner langen Zeit an der Börse, wie er sein Depot aufgebaut hat, was ihm wichtig ist und vor allem auch für die jüngeren Menschen, wie er heute nochmal die erste Million aufbauen würde, was er beim Investieren wichtig findet und auch sonst einige Lebensweisheiten, von denen wir profitieren können. Viel Spaß im Interview. Ja, Helmut, vielen Dank für deine Zeit. Immer wieder interessant, dich zu hören und heute auch mal die Möglichkeit von Zuschauern, weitere Fragen einzustreuen zu dir. Man sieht immer die Schlagzeile 300.000 Euro Dividenden pro Jahr. Das ist natürlich für viele ja so ein fortgeschrittenes Ziel. Aber wie ging es denn bei dir los mit vor über 40 Jahren? Wie kamst du denn überhaupt zu deiner ersten Aktie ohne Social Media, die vielleicht da so ein bisschen ranführen? Wie war das bei dir? Ja, hallo Florian und auch an alle Zuhörer. Recht herzlich willkommen, einen schönen guten Tag. Ja, wie gesagt, ich bin ja schon etwas länger dabei. Der Startschuss bei mir fiel eben im Januar 1982. Und der Grund, weswegen ich damals eben meine ersten Aktien gekauft habe, war eben die Tatsache, dass ich einen Vater hatte, der halt für mich Geld gespart hatte. Auf Sparkonten, Sparbriefe bei der Commerzbank gekauft. Die brachten damals so zwischen 9% und 10% Zinsen. Das war also für Sparer ein Paradies. Und das hat er gemacht, seitdem ich irgendwie so 3 oder 4 Jahre alt war. Und somit waren dann eben im Januar 82 dann 20.000 D-Mark beisammen. Also 10.000 Euro nach heutiger Währung. Das war damals natürlich deutlich mehr wert als heute 10.000 Euro. Also vom Kaufkraft würde man sagen, ist das heute vielleicht so 33, 34, 35.000 Euro. Und dann ging es daran, dass mein Vater meinte, du bist jetzt 22, du kannst jetzt mal Verantwortung übernehmen und lass dir was durch den Kopf gehen. Informier dich vor allen Dingen. Und da sind wir beim Thema, was du sagtest, Social Media gab es damals nicht. Es gab damals eben Wirtschaftszeitungen, es gab Bankberater, wo man hingehen konnte, wobei man da sagen musste, Bankberater waren damals auch wirklich noch Bankberater und nicht eben Produktverkäufer. So, und ich bin dann eben zu einem Bankberater gegangen und habe mit dem ein längeres Gespräch geführt. Und am Ende stand dann die Entscheidung, praktisch mit 4 deutschen Aktien anzufangen. Mhm. Was war eine davon oder was war die erste? Also die allererste, glaube ich, war BASF. Aber wie gesagt, sie wurden ja alle an einem Tag gekauft. Ja, ich glaube, die größte Einzelposition war eine Mercedes, dann BASF, dann Faeber und die Deutsche Bank. Mhm. Okay. Und du hast dann quasi deinen Karriereweg beschritten, als Banker gearbeitet. Kannst du uns vielleicht mal, oder nein, du schüttelst schon. Nein, damals noch nicht. Also ich hab damals, als ich eben diese Aktien kaufte, da war ich in meinem letzten Ausbildungslehrjahr. Ich hatte also 1979 angefangen bei einem Wirtschaftsprüfer, eine Ausbildung zum Steuerfachgehilfen, also Steuerfachgehilfe, und dann konnte man nach 10 Jahren dann eben die Prüfung zum Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater ablegen. Also vorgesehen war eigentlich ein Beruf in diesem Weg. Und ich war damals eben am Ende dieser Ausbildung, die dann im Sommer 82 zu Ende war. Aber dann muss ich sagen, über die Jahre hat mich eben diese Börsenfaszination so sehr erfasst, dass ich gesagt habe, du möchtest eines Tages vielleicht doch nicht den Rest deines Lebens in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei arbeiten. Du möchtest vielleicht irgendwann mal versuchen, zu einer Bank zu gehen. Aber das kam dann wirklich erst später. Das kam dann erst wirklich im Jahr 1990. Aber diese Faszination wurde dann geweckt. Und da habe ich gedacht, irgendwann, das musst du auch beruflich machen. Börse ist sowas Faszinierendes, so spannend. Da spielt so viel rein. Also das hat mich wirklich, wirklich fasziniert. Und ich habe daraus dann einen Beruf gemacht. Mhm. Auch interessant, weil heute, glaube ich, viele auch damit kämpfen, soll ich lieber was machen, was mir Freude macht oder was gut bezahlt wird. Das heißt, bei dir war das der Sprung ins Bankwesen gar nicht so geldgetrieben, da kann ich mehr verdienen, sondern eher intrinsisch
thematisch interessiert dich das. Ja, ja. Wenn man Wirtschaftsprüfer wird, ja, dann kann man auch gut verdienen. Also gerade wenn man dann angestellter Wirtschaftsprüfer ist und vielleicht später sogar mal Partner einer solchen Sozietät geht, da hat man sicherlich auch tolle Verdienstmöglichkeiten. So, bei mir war es eben einfach diese Faszination, aber ich möchte einfach mal so ein bisschen koppeln. Wenn man die Chance hat oder es einem wirklich gelingt, den Beruf ausüben zu können, für den man, also ich sage jetzt mal wirklich brennt wortwörtlich, ja, dann wird man automatisch eines Tages auch viel verdienen können, weil es ist ja immer so, viele Menschen gehen ja morgens schon mit einer geballten Faust in der Hosentasche ins Büro und sagen sich, warum tue ich mir den Job heute wieder an, ja. Es gibt eine Handelsblattstudie, die ist, glaube ich, 3-4 Jahre alt. Da hat man festgestellt, dass mit 57% das berufliche Umfeld der größte Stressauslöser bei Menschen ist. Ja, also das bedeutet ja gleich, viele Menschen gehen irgendeiner Arbeit nach, die sie eigentlich vielleicht gar nicht haben sollten und wo sie mal über eine Veränderung nachdenken sollten. Und wenn du so zur Arbeit gehst, dann frage ich mich, wie willst du das gut machen? So, und bei mir war es eben so, ich habe gebrannt für das Bankgeschäft, ja. Und entsprechend ist es mir auch gelungen, dann erfolgreich zu arbeiten und dann eben dort eine recht gute Karriere zu machen. Mhm. Da knüpfe ich direkt schon die nächste völlig finanztechnische Frage an, aber die ganz viele eben umtreibt, die dann immer sagen, ja, aber ich weiß gar nicht, für was ich brenne. Ich habe gar nicht irgendwie zufällig gemerkt, dass ich Aktien toll finde. Hast du vielleicht für die Leute in der heutigen Zeit noch einen Rat, die so ein bisschen ja verloren so umhereiern im Leben? Das ist... Diesen Fall gibt es mehr als einmal. Ich meine, dank Social Media komme ich ja sehr viel mit jungen Leuten auch in Kontakt, die mir eben schreiben oder die man bei irgendwelchen Networking-Events auch dann mal persönlich sprechen kann. Und das geht vielen so, ja, dass man irgendwo so, wenn man dann Schule, Ausbildung oder Studium hat, ja gut, im Studium, da muss man sich ja eigentlich während des Studiums schon irgendwie oder vor dem Studium schon gucken, dass man sich orientiert, weil es macht wenig Sinn, ich sag mal, Medizin zu studieren, das dann auch bis zum Ende durchzuziehen und dann zu sagen, ich möchte jetzt doch Bankkaufmann werden, ja, aber es gibt ja auch viele, die dann die Studienrichtung wechseln, die halt mit Jura anfangen und nachher doch noch Medizin studieren. Also ich glaube, dass diese Phase, das sind ja meistens Menschen, die so in den Anfang 20er, Mitte 20ern sind. Das ist halt eine Orientierungsphase. Und ich kann mal sagen, bei mir war ja Börse Hobby. Und jeder Mensch hat ja Hobbys. Ja, und Hobbys, das ist ja schon logisch. Dafür fasziniert man sich, dafür brennt man, dafür geht man die Extrameile. Vielleicht einfach mal drüber nachdenken, ob man mit seinem Hobby oder um sein Hobby herum aus diesem Hobby irgendeinen Beruf machen kann. Ja, und dann gucken, ob das geht. Ja? Mhm. Ja, und da also, sind die Chancen. Und da sind die Chancen dann eben, sage ich mal, einfach dann besser, weil Dinge, die uns begeistern, denen wir dann also mit Begeisterung und Motivation nachgehen, ja, die machen wir dann in der Regel auch sehr, sehr, sehr gut. Weil wir wollen da ja einfach auf diesem Gebiet dann auch gut sein. Absolut. Und fühlt sich nicht nach Arbeit an. Das heißt, diese ganzen negativen... Fühlt sich nicht nach Arbeit an. Meine Frau sagte, ich sei halt im Prinzip irgendwie 40 Jahre meinem Hobby nachgegangen und sei dafür auch noch bezahlt worden. Ja, weil dadurch kannst du dann auch gute Arbeit abliefern. Also wenn man einen Job macht, der einem nicht gefällt, dann ist man auch unterdurchschnittlich. Sehr, sehr spannend. Ja, also das sind eben, das ist interessant, die Fragen, die gerade heute viele umtreiben. Die nächste Frage und da auch vielleicht so deine Geschichte ist immer diese magische erste Million und die Leute fangen an und haben so die Meilensteine erreicht. Kannst du dich zurückbesinnen? Bei dir sind es ja jetzt mittlerweile einige mehr, aber so der Weg zu der ersten Million, du hast angestellt gearbeitet, also jetzt auch nicht irgendwie Unternehmertum, sondern eher so wie die meisten angestellt. Wie war das bei dir? Hattest du so einen Fokus und hast versucht, monatlich immer mehr zu investieren oder Gehaltserhöhungen? Wie war so dein Weg zur ersten Million? Also jetzt war natürlich, sage ich mal, das Startkapital vorhanden damals, diese 20.000 D-Mark oder 10.000 Euro. Und wenn man jetzt ein bisschen mathematisch vorgeht mit Zinsrechnen und so, ja, dann kann man sicher ausrechnen, wie sich so ein Startkapital auch entwickelt. Ja, und alleine, ich hatte das vor ein paar Wochen mal ausgerechnet, alleine aus diesen 20.000 D-Mark, die ich damals eben investiert habe und die eben seit diesen 42 Jahren Tag ein, Tag aus, jeden Tag in Aktien investieren waren,
Ja, also hätte man zum Beispiel dieses Geld in einen S&P 500 ETF, die gab es damals noch nicht, es gab dann andere Fonds auf amerikanische Aktien investiert, ja, dann wäre allein aus diesen 10.000 Euro bis heute ein Betrag inklusive aufgelaufener und wieder reinvestierter Dividenden ein Vermögen von über 1 Million geworden. Ja, weil man muss mal bedenken, der Dow Jones, der stand im Jahr 1982, als ich anfing, bei 840 Punkten. Wir stehen im Moment bei ungefähr, er ist ja ein bisschen zurückgekommen, bei 40.000 Punkten. Das heißt, das ist ja in etwa eine Verfünfzigfachung, etwas weniger. Ja? Und zu dieser Verfünfzigfachung kommt ja noch erheblich mehr, weil in dem Dow Jones keinerlei Dividenden enthalten sind. Also das heißt, inklusive der reinvestierten Dividenden hat sich der Dow Jones eben nämlich seit 1982 mehr als verhundertfacht. Mhm. Ja, so. Und damit wäre allein so, das heißt, also man kann natürlich dann sich hinsetzen. Also ich glaube, Regel Nummer eins ist, je früher man anfangen kann, desto besser. Ich sag mal, lieber mit 18 als mit 20 oder 25 oder 30 oder 35. Wobei man soll jetzt auch die 35- oder 40-Jährigen nicht demotivieren, die jetzt sagen, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich 38 bin? Auch da lohnt es sich natürlich noch. Nur dieser Zinseszinseffekt hat halt nicht mehr diese, ich sag mal, brutale Entfaltung, weil die Zeitachse halt kürzer ist. So, bei mir war es eben 22. Das war, ich sag mal, fast optimal. Manchmal sagt man sich, Mensch, hätte ich schon das Wissen, was man so heute hat, schon vielleicht eben mit 22 oder 18 gehabt, dann hätte ich nochmal 4 Jahre früher angefangen, aber man soll halt nicht allzu oft zurückgucken. So, ich habe mit 22 angefangen, das ist ein super Alter, ja, und allein aus dem Startkapital wurde eben ein sehr, sehr, sehr gutes Kapital. Und aber dann habe ich mir natürlich auch so monatlich gesagt, ich möchte von meinem Gehalt 10% eben jeden Monat investieren. Ja, das war immer so die Guideline, auch als ich dann meine spätere Frau kennenlernte und die dann eben 2 Jahre später geheiratet habe, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir möchten halt immer so 10% unseres Bruttoeinkommens in Aktien fortlaufend Monat für Monat investieren. Mhm. Und da kommen jetzt nämlich auch die Fallstricke oder man hört das heute oder weiß oder viele wissen das, ja, Zinseszinseffekt über 40 Jahre, aber jetzt kommt die Realität rein. Wow, eine Aktie lief richtig gut, hat sich verdoppelt, könnte ich ja jetzt schon verkaufen oder ach, hin und her, taschenleer, ja, so diese ganzen Anfänge. Wie, warum hat es bei dir so gut geklappt? Oder hast du auch ein paar Investmentfehler zu Beginn gemacht? Oder was hat dazu geführt, dass du quasi so vernünftig am Ball geblieben bist und jetzt nicht alles verspielt hast in deinen jungen Jahren? Ja, also natürlich habe ich viele Anfangsfehler gemacht. Und heute mache ich auch noch Erwachsenenfehler an der Börse. Aber man lernt eben, ja. Also anfangs, damals gab es eben noch kein Internet, damals gab es noch keine Börsenlisten, die ich mir im Internet anlegen kann. So damals hat man dann eben in die Zeitung geguckt, hat sich die Börsenkurse aufgeschrieben. Und ich habe mir dann täglich meine 4 Börsenkurse aufgeschrieben zu Hause. Bei mir, bis mein Vater mal irgendwann reinkam in mein Zimmer und sagte, was machst du denn da? Sagte ich, ja, ich schreibe mir ja die Börsenkurse von heute auf. Dann sagte mein Vater, was soll denn das? Ja, dann kann ich sehen, wie groß mein Vermögen ist. Und dann sagte mein Vater, ja, aber der Börsenkurs, den du heute Abend von heute Mittag aufschreibst, der ist doch schon uralt. Morgen gibt es dann schon den nächsten. Und dann sagte, das ist eigentlich auch Schwachsinn, Börsenkurse aufzuschreiben. Er sagte, überleg mal, was hast du denn, wenn du eine BASF-Aktie hast? Dann bist du an diesem Unternehmen beteiligt. Ja, und dieses Unternehmen, das gibt es, sagte er damals schon, seit 100 Jahren. Ja, und heute ist es eben weit über 100 Jahre alt. Und das entwickelt sich langfristig fort. Ja, also immer so diese Spekulation, kommt jetzt eine Rezession, muss ich jetzt vorher aussteigen, kommt sie nicht, ja. Mein Vater hat mal gesagt, weißt du, wenn du irgendwann mal als Unternehmer einen kleinen Betrieb gründest, ja, und dann jedes Mal, wenn du befürchtest, dass eine Rezession kommt, die Firma auflöst, alle Leute entlässt, den Laden schließt und wenn dann die Rezession vorbei ist, dann nimmst du wieder das Geld in die Hand, suchst dir wieder neue Leute, baust den ganzen Betrieb und die Kunden wieder neu auf, dann sagt er, dann wirst du mit deinem Unternehmen scheitern und in Armut enden. Ja, also er hat gesagt, unabhängig, schreib doch nicht diese Aktienkurse auf, ob eine Rezession kommt oder nicht. Wenn eine Rezession kommt, dann werden die Aktienkurse kurzfristig fallen, ja. Und danach ist es eben im Prinzip Schnee von gestern und so. Und aus solchen Gesprächen mit meinem Vater habe ich dann eben gelernt, wie blöd es ist, im Prinzip auf ein Blatt Papier sich dann täglich seine 4 Aktienkurse aufzuschreiben, ja.
So, und das habe ich dann eben auch dann nach dem Gespräch beherzigt und aufgehört. Und so lernt man eben langsam, dass man mit einer Aktie nicht, sage ich mal, kurzfristig spekuliert, wie du vorhin sagtest, rein, raus. Da kommen ja auch Gebühren und Kosten. Und damals waren die Kosten sehr hoch. Damals hat man für so eine Aktientransaktion, ich sag mal, bis zu 1,5% bezahlt. Das heißt, wenn du für 4.000 D-Mark eine Aktie gekauft hast, dann warst du 60 D-Mark an Provisionen weg. Und es gab damals sogar etwas, was wir heute alle sagen, das kommt hoffentlich nie mehr wieder. Es gab damals auch eine Art Finanztransaktionssteuer, weil du musstest damals in Deutschland eine sogenannte, glaube ich, Börsenumsatzsteuer bezahlen. Das heißt, das war eben ein Teil dieser bis zu 1,5% Kosten. Ja? So, und wenn du jetzt, ich sag mal so mit 4.000 D-Mark, das 2-3 Mal im Jahr rein raus drehst, ja, also jedes Mal dann 60 D-Mark bezahlst für rein raus, dann sind das pro Transaktion, sind das dann eben, ich sag mal, dann 120 D-Mark. Und wenn du das viermal machst, sind das 480 D-Mark. Bei 4.000 ist das schon über 10% deines Kapitals, ja. Also da musst du dann ein sehr gutes Händchen haben, dass du auch eine entsprechende Rendite erzielst, ja, die dann deutlich über dem der Entwicklung des DAXes eben steht. Und das schafft ja so gut wie niemand, weil selbst die Vollprofis, die Fondsmanager, ja, zu 90% eben nicht ihre Benchmark, sprich also ein Aktienfondsmanager deutsche Aktien, ist in der Regel immer etwas schlechter als der deutsche Aktienindex. Mhm. Da sprichst du auch schon. Wo lernt man das dann? Ja. Du sprichst auch schon eine wichtige Thematik an. ETFs gab es noch nicht zu deinen Anfängen an der Börse. Angenommen, du würdest heute starten. Wie ist deine Meinung gerade ETF versus Einzelaktien? Ich glaube, dein Dividendendepot besteht hauptsächlich aus Einzelaktien. Ja, wie ist da überwiegend, ja? Wie ist da deine Meinung zu heute? Ich glaube, dass gute ETFs für 95% der Anleger die bessere Wahl ist. Also es ist ja so, Einzelaktien sollte grundsätzlich ein Anleger machen, der zwei Dinge hat, nämlich Freude daran, dass er es so machen will und dass er die Zeit hat. Ja, also das heißt, wer selbst Aktien herausselektiert und kauft für sein Depot, braucht Zeit. Er muss sich die Aktien angucken. Das heißt, er übernimmt ja eben dann die Aufgabe eines Fondsmanagers. Also muss er auch die Zeit haben. Also er kann ja nicht einfach sagen, ich kaufe jetzt mal einfach 1, 2, 3 und würfelt das aus. Also er muss sich ein bisschen mit den Aktien beschäftigen. Das heißt, er braucht Zeit und er muss sich eben auch dafür interessieren. So, ich glaube, man muss die Message bringen, dass Investieren in Wertpapiere langfristig für junge Leute sehr wichtig ist. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es junge Leute gibt, die sagen, ich habe gar keine Lust, mich so tief in diese Materie des Wertpapierwissens reinzuarbeiten. So, für den ist natürlich besser, dass er eben mit ETFs dann arbeitet. Und dann gibt es Leute, die werden eben, ich sag mal, beruflich sehr erfolgreich, die werden Rechtsanwälte, die werden Ärzte, die hätten vielleicht das notwendige Know-how, sich um ihre Aktien zu kümmern, aber die sagen, ich habe keine Zeit. Ja? Ich bin Anwalt von morgens 7 bis abends um 8 und danach habe ich keine Lust, mich, ich sag mal, von 8:30 bis 9:30 noch mit dem Aktiendepot, mit meinem persönlichen zu beschäftigen. Also man muss, wenn man einzelne Aktien kauft, muss man Zeit und Lust daran haben. Und wenn man das nicht hat, sollte man eben mit ETFs arbeiten. Mhm. Ja, und das ganze Thema finanzielle Freiheit, also ich muss nicht mehr monetär getrieben was tun. Wann hast du das so für dich entdeckt? Oder es war wahrscheinlich damals jetzt noch nicht so ein Schlagwort wie heute. Aber was ist für dich finanzielle Freiheit? Ist es erstrebenswert? Was ist dein Take zu diesem Buzzword? Also für mich war finanzielle Freiheit immer, dass ich dann finanziell frei bin, wenn ich in der Lage bin, mein derzeitig aktuelles Arbeitseinkommen durch ein anderes Arbeitseinkommen, was dann eben in der Regel ein passives Einkommen ist, zu ersetzen. Mhm. Ja, so das ist, weil man ist ja im Prinzip finanziell frei, wenn man einen gut bezahlten Job hat. Man ist dann zeitig nicht frei, weil man ist an diesen Job gebunden, verpflichtet. Und je höher er bezahlt wird, desto mehr Zeit nimmt er in Anspruch. Ja, und finanziell frei ist man dann, wenn man sagen kann, ich habe den Luxus oder kann es mir leisten, diesen Job an den Nagel zu hängen. Also diese 10 Stunden am Tag, die ich damit beschäftigt bin. Man muss ja mal bedenken, wir verbringen die meiste Zeit unseres
aktiven Lebens, nicht wenn wir eben Schüler und Rentner sind, aber unseres aktiven Lebens, also nach Schule, Ausbildung bis eben zur Pensionierung, verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens am Arbeitsplatz und nicht eben in Freizeit oder sonst was. Ja, also das heißt, diese Arbeitszeit und die Zeit ist da für mich das Wichtige, die ist halt eben dann blockiert, weil wir eben praktisch arbeiten müssen für unser Einkommen. Und für mich war eben finanzielle Freiheit, dass ich sage, ich habe eine Quelle, die mir eben jetzt den Luxus gibt, diese Zeit so zu gestalten und so zu verbringen, wie ich es eben möchte. Und das ist eben finanzielle Freiheit. Man kann, glaube ich, jetzt darüber stundenlang diskutieren. Es gibt sicherlich noch andere Dinge, ja, aber ich glaube, der Faktor Zeit spielt eine ganz wichtige Komponente in unserem Leben. Ja, weil das ist das eine, also man muss sich halt jeden Tag sagen, der Tag, der heute vorbei ist, wird nie mehr wiederkommen. Ja? Verpasste Chancen im Leben, da kriegst du manchmal eine zweite Chance, das eben nochmal zu versuchen. Ja, bist du mit einem Unternehmen gescheitert, kannst du versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber Tatsache ist, die Zeit, die abgelaufen ist, die kommt nie mehr wieder. Und das, ja. Ich finde, Zeit ist ein sehr kostbares Gut. Wahrscheinlich das Kostbarste, ja. Das wir haben. Neben Gesundheit, ja. Das ist natürlich, genau. Immer das kommt natürlich an allererster Stelle, ja, aber wir wissen ja eben sehr oft, dass eben zeitintensive Dinge im Job, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass eben mit 57% der Job der größte Stressauslöser im Menschen ist, und wenn ich mich dem eben für viele Jahre aussetze und das eben so mache, dass es mich unter markanten Stress setzt, erhöht es ja auch das Risiko, dass ich daran eines Tages mal ernsthaft erkranken kann. Ja, also es ist auch für diese Balance eben sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich sehe es auch an mir. Ich meine, der Job bei der UBS zum Schluss, der hat einen irrsinnigen Spaß gemacht, aber er war eben auch ein enormer Druck. Und ich habe heute eben einen sehr viel tieferen Blutdruck als eben kurz bevor ich eben aufgehört habe bei der UBS. Auch wenn es positiver Stress war, dein Körper macht irgendwas mit dir, setzt eben Adrenalin frei. Das erhöht dann eben bei manchen Leuten eben den Blutdruck, was dann eben, wenn es zu lange anhält, eben ungesund werden kann. Und wenn man dann eben, ich sag mal seine Zeit plötzlich ganz anders einteilen kann, das merke ich an mir, lebt man plötzlich gesünder. Man hat eben viel mehr Zeit für Sport, man ist viel entspannter. Also ich sage mal so, diese finanzielle Freiheit hat auch schon neben dem Geld viele andere positive Komponenten. Was ist deine Meinung, warum schaffen es trotzdem die wenigsten, finanziell unabhängig, finanziell frei zu werden? Aber lass uns das Ganze vielleicht einfach positiv formulieren. Was braucht es, damit mehr Leute das Ganze erreichen? Eine Planung. So, viele haben zwei, also Leute, die keine Planung machen, die scheitern sowieso. Wobei Planung ist für mich zum Beispiel auch wichtig, dass man da genaue Ziele definiert. Also wenn wir heute eine Umfrage machen würden, egal in welcher Fußgängerzone, und junge Leute fragen würden, möchtet ihr reich sein? Dann würden wahrscheinlich 100 von 100 sagen, ja. Aber reich alleine ist ja noch nichts. Also man müsste konkret sagen, wie reich möchtest du werden? So, und dann müssen die eben eine Hausnummer oder eine Gegend, wo sie hinkommen. Und dann muss man eben gucken, kann man das mit den im Moment vorhandenen finanziellen Mitteln erreichen? Also wenn jetzt, ich sag mal, ein Sachbearbeiter mit einem durchschnittlichen Einkommen von, sag ich mal, 3.500 Euro im Jahr sagt, von diesem Einkommen, was die nächsten Jahre vielleicht jedes Jahr bis zu meiner Pensionierung 3% steigen sollte, möchte ich 15 Millionen aufbauen. Da muss man realistisch sein, also mit einer Sparquote von 10%, also 350 Euro im Monat, da schafft man das in 40, 50 Jahren nicht. So, also man muss dann gucken eben, wenn man sagt, ich habe ein Einkommen von XY, nehme davon vielleicht 10%, oder manche sagen, ich bin auch bereit, mich einzuschränken und bin auch bereit, 15% oder 20% meines Einkommens zu sparen, dann kann man ja ungefähr ausrechnen, wo man dann hinkommen könnte. Ja, ich kann ja, so habe ich das zum Beispiel damals nach meiner Ausbildung mit meinem ersten Gehalt gemacht. Ich habe mein damaliges Gehalt genommen, habe davon diese 10% Sparquote genommen und habe gesagt, wenn jetzt dein Gehalt in den nächsten 40 Jahren eben im Schnitt, sage ich mal, 2,5 bis 3% steigt und damit jedes Jahr die Sparquote auch etwas angehoben werden kann, dann bist du irgendwie, dann weißt du, das Geld, was du zurücklegst, was du investierst,
dann kannst du mit historischen Daten von den Börsen rechnen. Es gibt ja wunderbare Datenreihen von den Börsen bis ins Jahr 1900 zurück, ja, dass man weiß, mit einem gut durchmischten Aktienportfolio kann man zwischen 9 und 9,5% jährlich verdienen, ja. So, und dann kann man ja mathematische Rechnungen anstellen, wie weit man in 20, 30, 35 oder 40 Jahre mit einer Summe kommen kann. So, dann kommen vielleicht im späteren Leben mal auch Berufswechsel dazu, wo das Gehalt schneller steigt. Vielleicht kommt dann auch irgendwann mal vielleicht von irgendjemandem eine kleinere oder größere Erbschaft dazu. Ja, also so kann man halt sehen und planen. Und dann kann man ein realistisches Ziel haben. So dieses Planen, das machen dann schon mehr Leute. Ja, selbst das konkrete Planen. Dann kommt aber ein anderer wichtiger Punkt, der ist natürlich dann auch das Durchhalten. Mhm. Ja, und viele, also dann, wenn man dann eben investiert, du sagst es eben, dann hat man irgendwann mal die ersten 100.000, dann kommt vielleicht nachher sogar die 500.000. Irgendwann ist man mal bei der ersten Million. Aber bei vielen ist eben dann auch so diese wird dann, ja, so ein Bedürfnis erweckt, wow, jetzt habe ich ja 150.000 zusammen, jetzt kann ich ja mal 50.000 wegnehmen und endlich mal jetzt eine Weltreise machen. Ja? Mhm. So, wenn man das plant, dann muss man das kalkulieren, das verlängert natürlich, ich sag mal, den Weg bis zur ersten Million. So, und für mich war immer so, dass ich gesagt habe mit meiner Frau, diese 10%, die wir sparen, an die wollen wir eigentlich nur in Notfällen dran. Wenn ich mal den Job vielleicht verliere und so, weil das sind ja auch die negativen Dinge, man kann mal einen Job verlieren und braucht dann mal seine Reserven. Aber wir haben gesagt, diese 10%, die wir sparen wollen von unserem Gehalt, die wollen wir nicht sparen für Urlaube und sonstige Dinge. Dafür haben wir dann gesagt, sparen wir von unserem Einkommen noch einen weiteren Prozentsatz und von dem machen wir dann unsere Urlaube oder genießen eben die schönen Dinge des Lebens. Mhm. Ja, aber diese 10% waren immer so angesetzt, die sind ausschließlich, solange wir arbeiten, für Investitionen. Sehr, sehr gut. Pragmatisch, glaube ich, kann jeder was mit anfangen und auf sich übertragen. Wir haben noch eine Zuschauerfrage von Kavit. Gerade weil du eben so viele Jahrzehnte schon dabei bist und Börsencrashs erlebt hat und ja, selbst wenn du weißt, du musst gar nicht ans Depot, trotzdem nicht schön reinzugucken und da steht irgendwie nur noch 70% vom letzten Monat. Was ist dein Tipp gerade für uns? Vielleicht haben wir ja, es lief lange gut, also es wird auch mal wieder sehr, sehr crashen. Was ist deine Erfahrung nach ein Tipp für uns, wie mit Angst in schlechten Zeiten und Gier, wenn es super läuft, umzugehen? Also am besten gar nicht reingucken. Ja, also ich hatte letzte Woche eine kurze Story gemacht von einer jungen Dame, mit der meine Frau und ich jetzt wirklich seit vielen Jahren gut befreundet sind. So, und die hat vor 3 Jahren angefangen, in ein ETF zu investieren. Und jetzt am Freitag hat sie tatsächlich auch dann mal die erste Aktie zu diesem ETF dazu gebaut, weil wir darüber gesprochen haben. Und die guckt einmal im Quartal da rein. So, und als ich letzten Montag mit ihr mich getroffen habe und wir einen Spaziergang gemacht haben und danach bei schönem Sommerwetter in einem Biergarten in Bonn noch ein Bier trinken gegangen sind, da sagte sie mir, sie hätte heute im Büro gehört, an den Börsen sei so viel los gewesen. Das heißt, sie hat diese Tage, letzte Woche, so Donnerstag, Freitag und diesen Montag, wo ja alle, ich sag mal, die Hosen gestrichen voll hat, da hat sie gesagt, was war denn da? Ist da was passiert? Ja. So, und ein anderer Fall ist meine Schwiegermutter, die ist 82, ja, die investiert auch seit vielen Jahren und die guckt, wenn es hochkommt, und dann muss ich sie dann zu zwingen, einmal im Jahr in ihren Depotauszug. Alles andere interessiert sie nicht. Mhm. Ja, so, und das ist das, wenn ich sage, wir werden natürlich nervös, je häufiger wir ins Depot gucken. Ja, und wenn ich da sehe, ach, da waren doch gestern noch 100% und jetzt sind plötzlich nur noch 80 oder 70%, ja, dann mache ich mir meine Gedanken und dann ziehe ich eben, wenn es ganz dumm kommt, falsche Schlüsse und mache fatale Fehler. Es ist einfacher gesagt als getan, aber wenn man langfristig spart, dann sollte man auch langfristig denken. Und dann erübrigt sich eigentlich der tägliche oder wöchentliche Blick ins Depot. Ja. Vielleicht da. Ich vergleiche das immer so mit der Geschichte, wenn ein junges Ehepaar sich eine Immobilie kauft, ja, um da eben drin zu leben, ja.
dann hoffen sie natürlich, wenn sie heute eben eine Hypothek aufnehmen und dann eben auch so ein Haus abbezahlen, dass das Haus, sage ich mal, in 30 Jahren deutlich mehr wert ist. Und das ist ja in der Regel dann auch immer der Fall, ja. Aber würde ein junges Ehepaar dann sagen, hör mal, lassen wir uns doch einen Spaß machen. Wir rufen jetzt jeden Tag zweimal einen Makler an und fragen, was für unser Haus, ja. Also wenn du eine Immobilie sitzt, dann kämst du überhaupt nicht auf die Idee, zweimal oder dreimal am Tag einen Makler anzurufen und den zu fragen, was würde der Verkauf des Hauses erbringen. Ja, und deswegen bleiben bei Immobilienbesitz die meisten Menschen relativ entspannt und ruhig. Ja, lesen dann mal in der Zeitung, Immobilienpreise sind, jetzt wie es ja auch in Deutschland war, irgendwie 10% mal gefallen im letzten Jahr, aber sind absolut nicht beunruhigt. So, komisch, bei Aktien, wenn die mal 10% fallen, dann werden sie gleich nervös. Ja, so, und wenn man das genauso macht, dass man sagt, sparen wir uns den Blick ins Depot. Ich weiß, wenn ich eine Siemens, wenn ich eine BASF, eine Mercedes, eine Apple, eine Exxon oder eine Walmart oder Procter & Gamble oder eine Nestle im Depot habe, dass ich fantastische, gute Unternehmen im Depot habe, die sich langfristig gut entwickeln, die manchmal eben auch Probleme für eine Zeit lang haben. Wenn wir uns jetzt Nestle angucken, erstklassiges Unternehmen, der Kurs schwächelt jetzt seit 2-3 Jahren. Auf der anderen Seite Procter & Gamble, auch ein anderes Unternehmen, da läuft der Kurs sehr, sehr, sehr gut. Aber auch ich habe ja so eine Procter & Gamble eben seit vielen, vielen Jahren, also seit über 25 Jahren im Depot und habe das mal erlebt, dass eine Procter & Gamble auch mal 45% verloren hat. Ja, da lacht man dann 15 Jahre später drüber. Ja, weil man weiß, man hat ein erstklassiges Unternehmen und da gibt es eben viele. Also ich meine, da könnten wir jetzt, was weiß ich, eine ganze Stunde hier die besten guten Unternehmen, die alle 100 Jahre und älter sind, aufzählen, die viele Krisen gemeistert haben. So, da muss man nicht täglich den Kurs gucken. Es geht gleich weiter mit dem Interview mit Helmut Johnen. Nur ein kleiner Reminder, da einige gefragt haben, ich habe das Dividendendepot bei Freedom 24 und ab und zu haben die immer diese Aktion, dass es für eine Einzahlung gratis Aktien bekommt. Und falls du das nicht verpassen möchtest, es gibt aktuell wieder so eine Aktion, bis zu 20 gratis Aktien für Depoteröffnung und deine Einzahlung bis 31. August bei Freedom 24. Ich bin hier sehr happy, habe die Aktion sogar schon zweimal mitmachen können und es gibt zudem bis 8% Zinsen, also feine Sache, schaut es euch gerne an. Ich baue da mein Dividendendepot auf und jetzt weiter mit dem Interview. Welche Aktie hältst du schon am längsten in deinem Depot? Also die Aktie, die beiden Aktien, die ich am längsten habe, sind eben BASF und Mercedes, weil das waren ja zwei meiner allerersten Aktien und die gibt es heute noch. Die beiden anderen Aktien, E.ON und Deutsche Bank, die habe ich heute auch im Depot, aber die hatte ich zwischenzeitlich mal verkauft und dafür andere Sachen gekauft. Ja, so. Aber BASF und Mercedes, das war damals so meine Strategie, die beiden Aktien, also diese beiden Aktien behältst du und mit der Deutschen Bank und der Feber, da tust du auch mal ein bisschen spekulieren, weil damals war es ja so, als ich anfing, da war ja nach einem Jahr, waren ja Kursgewinne steuerfrei. Ja, da konnte man ja eben Kursgewinne nach 12, 13 Monaten steuerfrei kassieren als Privatanleger. Also heute muss man sich ja auch die Frage stellen, wenn man eben sehr häufig hin und her switcht und man verkauft irgendetwas mit Gewinn und dann spekuliert vielleicht die Aktie sogar wieder preiswerter zurückzukaufen, dass sie ja schon etwas deutlicher fallen muss, weil man muss ja auf jeden Fall seine Gewinnsteuer wieder reinholen, die man eben abführen muss, wenn man eben eine Position mit Gewinn veräußert. Ja. Gibt es trotzdem bei dir ein Kriterium, dass du sagst, jetzt verkaufe ich die Aktie? Also man sieht schon langjährig Planungshorizont, aber kommt es bei dir auch vor, dass du sagst, ich stehe nicht mehr dahinter? Vielleicht hast du ein Beispiel. Ja, also was ist da dein Kriterium? Da, wo ich es aus Risikogründen mache, ist, wenn eine Position extrem gut läuft, ja, dass man dann sagt, wenn du eine Position, nehmen wir mal an, du hast sowas wie Nvidia, das läuft außergewöhnlich gut die letzten 2-3 Jahre und natürlich sehr viel schneller als alles andere in deinem Depot. Mhm. Das heißt natürlich, diese Position wird auch immer größer und damit wird natürlich auch das Risiko für das Gesamtdepot größer, wenn eben diese Aktie dann mal stark korrigiert. So, wenn ich merke, dass aufgrund eben der weit überdurchschnittlichen Performance eine Position zu groß wird, dann fahre ich die zurück. Also um sie wieder so in ein vertretbares Risikomaß zu bringen. Oder es gibt Momente, wo ich dann eben überlege,
wo man irgendwann mal ein erstklassiges Unternehmen gekauft hat, wo man jetzt irgendwo dann kritisch hinterfragt. Da kann ich als Beispiel aktuell Intel nennen, ja. Mhm. So, wo man sich wirklich jetzt fragen kann, sind die da auf dem richtigen Wert? Aber es ist auch eine schwierige Frage, weil man muss sagen, natürlich ist das Unternehmen eben tief bewertet im Moment. Aber man muss eben auch wirklich erste ernstere Fragezeichen um das Unternehmen machen. Ja, und manchmal ist es dann besser, wenn man vielleicht mit 40-50% Verlust verkauft, wenn das Unternehmen nachher wirklich komplett scheitert, weil dann verliert man eben mehr. Ja, aber das ist halt, oft sind solche Unternehmen, die eben in Krisensituationen sind, auch sehr niedrig bewertet, was sie attraktiv macht, wenn natürlich so ein Turnaround gelingt. Ja, in Deutschland könnte man da eine Bayer nennen. Bayer war vor 9 Jahren, 2015, der wertvollste Konzern im DAX, hat dann eben haarsträubende Fehler gemacht und ist heute, ich sag mal, so ein bisschen Sanierungsfall. Ja. Und jetzt muss man halt, wenn man so einen Wert im Depot hat, wirklich Quartal für Quartal, ich sag mal, die Sanierungsfortschritte anschauen, ob sie gelingen, ob sie sich abzeichnen. Ja. Weil eins ist natürlich auch klar, wenn man so eine Bayer heute im Depot hat oder eine Intel jetzt im Depot hat und die schaffen den Turnaround, dann hat man natürlich da erhebliches Gewinnpotenzial im Depot. Es ist eben eine Frage, die sehr, sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. Und das zeigt eben, wir arbeiten an der Börse eben immer nur mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, kein Anleger weiß um ein Unternehmen alles zu 100%. Er wird niemals dazu in der Lage sein, selbst ein Warren Buffett mit seinem Zugang zu Informationen, die, ich sag mal, die meisten von uns Privatanlegern nie bekommen werden, arbeitet am Ende auch immer nur mit Wahrscheinlichkeiten, auch wenn sie vielleicht ein bisschen höher angesiedelt sind als die Wahrscheinlichkeiten von uns normalen Privatanlegern. Aber du kennst die Zukunft von keinem Unternehmen. Ja, und Unternehmen können scheitern. Ich meine, Apple war ja vor 26, 27 Jahren schon mal fast gescheitert. Apple war in so einer desaströsen Lage wie Intel heute. Ja, und 20 Jahre, 25 Jahre später ist Apple das teuerste Unternehmen der Welt. Also wer da eben, ich sag mal, 97, 98, 99 durchgehalten hat, ja, der wurde fürstlich belohnt. Aber man muss natürlich sagen, es hing bei Apple damals am seidenen Faden, und es hätte auch in die Hose gehen können. Ja? So, das sind eben diese Wahrscheinlichkeiten an der Börse. So, bei Intel überlege ich mir das jetzt eben seit ein, zwei Wochen da die Reißleine zu ziehen. Bei Bayer bin ich auch investiert, habe ich ein bisschen mehr Zuversicht. Ja, also nur noch um so zwei Beispiele da jetzt eben kurz anzusprechen. Ja. Ja? Da müssen wir, das ist eben das, was das auch so faszinierend macht, diese Börse, ja, dass du versuchen musst, deine Hausaufgaben zu machen, deine Informationen zusammenzutragen, um dann eben versuchen abzuschätzen, könnte sowas gelingen oder geht's schief. Ja? Und manchmal zieht man, es kann sein, ich ziehe bei Intel vielleicht die Reißleine und dann sage ich 3 Jahre später, hättest du mal besser nicht verkauft. Ja? Oder es kann natürlich sein, du verkaufst es dann und du sagst dann, es war doch eine gute Entscheidung, weil jetzt ist Intel halt vielleicht dann nochmal 60% tiefer. Hoffen wir es auch für die Steuergelder in Deutschland, die investiert wurden. Ja. Wir haben noch eine ganz konkrete Community-Frage, die ich auch interessant war, von die Immo-Infos. Und zwar in seinem Beispiel, er hat 250.000 Euro heute zur Verfügung, sei es eine Erbschaft, war wie auch immer, ein Einmalbetrag. Die Frage, er möchte Dividenden damit bekommen. Frage 1 würde ich ausklammern, Einzelaktien oder ETFs, das haben wir schon beantwortet. Ja. Aber die Frage 2 vielleicht, wann würdest du die 250.000 Euro investieren? Einmal heute, in Tranchen wie lange? Wie würdest du persönlich daran gehen? Ja, das ist eben auch wieder so eine Gefühlsfrage. Was das Beste gewesen wäre, wissen wir dann in 20 Jahren. Also wenn die Börse jetzt, sage ich mal, nicht korrigiert und sie steigt jetzt in den nächsten Jahren weiter, dann hätte man am besten all in gleich heute alles investiert. Wenn man jetzt all in geht und dann kommt eben eine kräftigere Korrektur in den nächsten 6 oder 12 Monaten, dann ist man schlauer. So, da gebe ich mir dann einfach als ein Gefühl, und da kann ich genauso falsch liegen wie viele andere. Ich meine, wer meine Beiträge zurzeit auf meinem Instagram-Account liest, der sieht ja, dass ich ein bisschen vorsichtig bin. Ich finde die Bewertungen eben nicht so hoch wie im New Economy Bubble, aber sie sind hoch. Ja? Und es ist klar, wir stehen ja auch in Amerika nah
All-Time-Highs. Der DAX hat All-Time-Highs dieses Jahr gemacht. So. Und mit jedem All-Time-High steigt natürlich auch das Risiko einer Korrektur. Deswegen würde ich heute so einen einmaligen Betrag von 250.000 Euro wahrscheinlich, sage ich mal, so über 12 oder 18 Monate streuen. Also ich würde mir dann also praktisch dann einen Sparplan, ich sag mal so in Raten auf 25.000 Euro zurechtlegen und dann, ich sag mal, jeden Monat da eben was machen oder einmal im Quartal irgendwie was machen und würde mir so als Zeitachse irgendwie so einen Zeitrahmen von 1 bis 1,5 Jahren setzen. So, was dann richtig gewesen wäre, das wissen wir dann in 20 Jahren. Ja, aber genau. Ich würde aus meiner Einschätzung, wie ich die Märkte im Moment einschätze und sage, ich bin vorsichtig. Deswegen investiere ich im Moment ja auch generell etwas vorsichtiger. Also was ich nicht mache, wenn ich glaube, es kommt eine Korrektur, ich verkaufe keine Aktien. Ich gehe mit den Aktien durch die Korrektur durch, weil wenn sie nicht kommt, habe ich ein Problem. Dann sind die Aktien weg, dann sind meine Dividenden weg und dann muss ich mir diese Aktien für mehr Geld zurückkaufen und dann sind meine zukünftigen Dividenden geringer. Aber ich kann ja mal mit Geld, was ich investieren könnte, mal einfach zurückhaltender sein. Und das bin ich eben die letzten Monate, indem ich schlichtweg einfach weniger neue Wertpapiere kaufe. Ja? Das heißt, ich warte da auch einfach, ob sich diese Bewertungen mal etwas reduzieren. Ich meine, wir alle wissen eben über kurz oder lang, du hast es vorhin gesagt, wir hatten eigentlich einen sehr guten Lauf die letzten 10 Jahre. Wir hatten eine ganz kurze, scharfe Korrektur, das war während Corona. Wir hatten eine kleine, aber die betraf ja eigentlich fast nur die Technologieaktien, das war in 22. Das war ja kein breit angelegter Crash, sondern im Wesentlichen ein stärkerer Rückgang bei vielen Technologieaktien. So, aber irgendwann muss man als Anleger auch mal eine Base erleben. Base heißt eben nicht sowas wie Corona, 4 Wochen 30-40% runter und dann 4 Wochen später wieder alles ausgebügelt oder wie letzte Woche kräftig runter und dann eine Woche später ausgebügelt. Eine Base heißt eben, dass es auch mal vielleicht über einen Zeitraum von 12 oder 18 Monaten unter Schwankungen eigentlich kontinuierlich bergab geht. Also, dass es nicht so Crash-Momente gibt, sondern ja, die Börsenkurse lassen einfach mal Luft raus, weil sie einfach vorher vielleicht zu teuer waren. Ja? Und das gehört zur Börse genauso wie Essen und Trinken zum Leben eines jeden Menschen gehört. Das passiert alle paar Jahre. Und die letzte Base war während der Finanzkrise 2008, 2009, die dann von 2007 bis 2009 anderthalb Jahre dauerte. Davor hatten wir zwischen 2000 und 2003 eine Base, die dauerte 3 Jahre. Da muss man sagen, die war schon verdammt lange. Also in der Regel dauern so Basen irgendwie ein Jahr, etwas länger als ein Jahr. Ja, also die beiden letzten Basen, die der Finanzkrise und des New Economy Bubble, die waren nicht nur prozentual sehr heftig, weil sie gingen ja jeweils über 50% hinaus, sondern sie dauerten auch überdurchschnittlich lang mit 1,5 und mit 3 Jahren, besonders die eben mit 3 Jahren. Mhm. Ja, super. Zum Abschluss vielleicht noch auf so das globale Wirtschaftsgeschehen eine Sektorfrage. Da habe ich in deinen Stories auch schon den ein oder anderen Hinweis gesehen, gerade zum Sektor künstliche Intelligenz, AI, eine Nvidia, die ins Unermessliche gestiegen ist. Du hast aber auch darauf hingewiesen, naja, das geht dann eben doch nicht alles so schnell, wie man das vielleicht sich vorstellt. Ja. Was ist deine aktuelle Einschätzung von dem ganzen KI-Sektor mit autonomem Fahren, Tesla, mit allen Firmen, die da so mitspielen? Da wird sich vieles entwickeln in den nächsten Jahren, was für die Wirtschaft, die Produktivität und damit auch für die Aktienkurse und die Gewinne und die Aktienkurse gut sind. Aber ich befürchte, es wird eben länger dauern. So. Und ich kann mich erinnern, da hatte ich auch auf meinem Kanal im Januar letztes Jahr schon geschrieben, weil im Januar ist ja immer in Davos dieses Weltwirtschaftsökonom-Forum, wo ja alle großen Industriekapitäne der großen Konzerne zusammenkommen. Und da war ja KI schon so ein geflügeltes Wort. Und dort hatten eben in diesen Gesprächen viele dieser CEOs schon gesagt, da ist viel zu viel heiße Luft drin. Das, was die bisher liefern, das lohnt sich eigentlich noch nicht so groß. Das ist viel Gerede und aber wenig Substanz. So, und das lesen wir jetzt praktisch ein halbes, dreiviertel Jahr später, dass das Handelsblatt jetzt am Wochenende über mehrere Seiten darüber berichtet hat, die Deutsche Bank. Hat heute eben gesagt, da ist noch vieles, was nicht so reif in der Entwicklung ist. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich, das wird kommen. Ja.
Aber es gibt da immer so eine das ist so eine schöne Grafik, die zeige ich vielleicht auf Instagram die nächsten Tage auch nochmal. Also es gibt erstmal diesen KI-Bubble, wo dann diese Euphorie ist, dann schießt alles hoch, dann kommt die Ernüchterungsphase, ja, dann fällt es runter. Und dann kommt eben, ich sag mal, der langsame, langfristige Aufstieg, ja, wo man dann sieht, was letztendlich bei KI sich langfristig profitabel durchsetzt. Mhm. Ja. Aber meiner Meinung nach sind wir jetzt treten wir langsam aus dieser Euphoriephase heraus und erleben jetzt diese Ernüchterungsphase, wie toll das ist, aber dass es eben noch nicht so viel kann und dass es einfach besser werden muss und länger dauern wird. Das ist, das hast du auch in der Pharmaindustrie bei der Entwicklung von Medikamenten. Ja, du brauchst halt eben diese Biotech-Firmen sind ja auch sehr volatil. Da heißt es, es ist ein neues Medikament gegen Krebs in der Pipeline. Ja, dann schießt der Aktienkurs 300% nach oben und dann verliert er wieder 70%. Ja, weil die Entwicklung eines Medikaments dauert 10, 11, 12 Jahre, bis es eben durch alle Zulassungsstudien durch ist. Und bei KI ist das auch. Man, da ist jetzt diese KI und was sie kann, ist jetzt da, aber bis das entwickelt ist, es ist wie mit einem Medikament eines großen Pharmakonzerns. Ja. Man muss erstmal Milliarden in so ein Medikament rein investieren, gibt also erstmal sehr viel Geld aus. Und dann hat man plötzlich dann einen sogenannten Blockbuster, wie jetzt Novo Nordisk, und verdient eben, ich sag mal, eine ganze Menge Geld damit, ja. Aber man bedenkt dann nicht, wie lange das entwickelt hat, bei Novo Nordisk das erstmal zu entwickeln, womit man heute eben viel, viel, viel Geld verdient. Mhm. Ja, um deine Zeit auch zu respektieren, letzte Frage, Helmut, sehr, sehr spannend, soweit schon mal. Und zwar über den Tellerrand von Aktien hinausgeschaut. Wie stehst du zu anderen Asset-Klassen als Teil vielleicht von Diversifikation, sei es Immobilien, sei es Bitcoin? Was ist deine Meinung zu anderen Asset-Klassen? Also es gibt noch eine Asset-Klasse, in die ich noch investiere, das ist Gold. Das ist so ungefähr 3% meines Depots. Das sehe ich so als Versicherungsprämie gegen, ich sag mal, Risiken, die wir uns alle nicht wünschen. Ja, das ist ja so, wenn ich ein Haus baue, schließe ich eine Feuerversicherung ab, aber nicht, weil ich mir wünsche, dass mein Haus abbrennt, sondern nur für den Fall. Also das heißt, für ein wirklich Großdesaster an den Börsen, weil Gold hat sich da eigentlich bewährt als Krisenmetall in den ganz großen globalen Krisen der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrhunderts, war Gold immer ein Safe Haven. Bei Bitcoin ist das noch nicht 100% ausgemacht. Wir haben es letzte Woche gesehen, als alle plötzlich die Hosen voll hatten, ging auch der Bitcoin-Kurs massiv in den Keller kurzfristig. Ja. Und jetzt, wo die Krise sich wieder belegt, also Bitcoin ist für mich noch nicht ausgemacht, dass das wirklich so eine Alternative zu Krisen ist. Letzte Woche war es eben definitiv nicht so. So, also Bitcoin mache ich noch gar nichts, weil ich verstehe es nicht. Und mich stört eben da auch so dran, dass es Menschen gibt, die allemal 10-mal so klug sind wie ich. Ja, und da gibt es Menschen, die eben 10-mal so klug sind wie ich, die sagen, das ist der letzte Mist und das wird pleite gehen. Und es gibt Leute, die sagen, das ist das größte Ding, seitdem die Sonne aufgegangen ist und das Ding wird irgendwann mal bei 500.000 oder 1 Million stehen. Das sind so, also mich stören da so diese Extremstmeinungen. Ja, also so dieses, eine Siemens-Aktie wird sich unter Schwankungen entwickeln, gibt es bei Bitcoin nicht. Bei Bitcoin gibt es eben, das Ding ist ein komplettes Failure oder das ist eben sozusagen der Icarus, der dann eben steil in den Himmel geht. Ich verstehe davon zu wenig, im Moment Bitcoin noch nicht. Immobilien bin ich im Moment auch nicht. Das liegt daran, weil meine Frau und ich persönlich eben, wir haben die Hälfte unseres Arbeitslebens eben im Ausland gelebt. Und dann, wir hatten Immobilien in Deutschland, aber die haben wir dann eben, als wir im Ausland waren, dann eben auch verkauft. So. Und Anleihen ist für mich im Moment noch kein Thema, weil da sind die Zinsen zu tief. Ich meine, wir haben zwar jetzt gestiegene Zinsen, aber wenn man mal bedenkt, als ich mit der Börse angefangen hatten wir amerikanische Staatsanleihen bei 10-12%. Ja, also für mich würden Staatsanleihen, amerikanische oder deutsche Staatsanleihen interessant, irgendwo so bei 7%. Ja, weil bei 7% verdoppelst du dein Kapital alle 10 Jahre. Wenn wir da hinkommen würden, würde das auch für Aktien natürlich nicht besonders gut sein, weil es gibt viele Anleger, die sagen, mir reichen eben 7% pro Jahr. Sicher,
Da brauche ich keine Aktien, um 7-8% zu erwirtschaften. So, also Anleihen sind im Moment für mich kein Thema, weil dafür ist das Zinsniveau, obwohl es jetzt höher ist als vor eben 3 Jahren, noch kein Thema. Also im Moment fokussiere ich mich oder habe als Anlageklassen ausschließlich Aktien und Gold. Okay, super. Helmut, ich will es dabei belassen. Sehr, sehr spannend, immer wieder inspirierend, vor allem auch für die jungen Leute, dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, nee, Florian, vielen Dank. Ne? Also bis dann. Das war das Interview mit Helmut. Kommentier doch gerne mal, wie dir das Ganze gefallen hat, falls du noch weitere Fragen hast und auch, wen du dir als Interviewgast für die Zukunft wünschen würdest. Ich verlinke dir jetzt hier nochmal ein anderes Interview und zwar mit Vincent Willkommen, aka Freaky Finance, den ich ja schon mal zu Gast hatte und der jetzt ein kleines Update gibt zu seinem Leben in finanzieller Freiheit, was er heute so macht. Viel Spaß!